Aber privat habe ich das überhaupt nicht so gehandhabt und ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum. Das macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Jeep sehr langsam gefahren und hat uns beobachtet. War aber nicht der Jeep vom Förster. Jedenfalls nicht vom Revierförster, keine Ahnung. Weiß nicht mal, wer uns da mal angekackt hat. Ist mir auch egal. Komm mal her. Wir müssen mal kurz aufpassen. Irgendwas ist faul. Tag, heute ist Donnerstag, der 31.03.2016 und ein Glück, morgen ist Berufsschule. Puh. Irgendwie muss ich wieder fitter werden. Der Berg bringt mich immer außer Atem. Das war eine ganze Zeit lang nicht so. Komm hier. Los ab. Ich muss ein bisschen aufpassen. Hier bleiben wir. Da kriegen wir am besten Überblick. Mal aus. Dann hast du den Stock gewechselt. Mal aus. Das ist ein ganz anderer, als mit dem wir los sind. Naja. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber schafft sie immer wieder. Ja, Social Media. Ich war die letzten Tage so ein bisschen überfordert, übertrieben, gestresst. Keine Ahnung. Weil ich zu viel auf einmal machen wollte. Ich meine, ich habe gesagt, ich bin dabei, Bewerbungen zu schreiben, rauszusuchen. Gleichzeitig dieses Vlog, gleichzeitig noch andere Videoprojekte, die ich bearbeiten muss. Und gleichzeitig meinen ganzen Social Media Kram und den Social Media Kram, den ich mir noch aufgehalst habe. Um alles gleichzeitig wollte ich mich kümmern. Und das geht halt nicht. Da stößt man irgendwann an seine Grenzen und ist schnell gestresst. Ja, in gewisser Weise doch auch ein bisschen überfordert. Und was ich für mich gemerkt habe, ist, dass ich Struktur reinbringen muss. Und dabei helfen feste Abläufe. Zum Beispiel, dass ich jeden Tag zur selben Zeit aufstehe, dass ich jeden Tag zur selben Zeit mit dem Hund die große Runde mache. Und wir hatten das Thema Gewohnheiten und Strukturen, glaube ich, schon mal ein bisschen angesprochen im Vlog. Oder ich habe es angesprochen, ihr habt zugehört oder es ignoriert. Aber ich habe einfach gemerkt, dass Strukturen, Gewohnheiten, Dinge, die man gleich macht, mir helfen, nicht durcheinander zu kommen, nicht überfordert zu sein. Und so bin ich gerade dabei, mir so eine Art Stundenplan oder Tagesablaufplan zu erstellen, wo ich zumindest erstmal grob festhalte, wann ich welche Dinge erledige und wie viel Zeit ich mir dafür einräume. Weil ich einfach die letzten Tage gemerkt habe, wenn ich alles gleichzeitig machen will, mehr oder weniger, dass ich dann gar nicht schaffe. Bei vielen Sachen ist es jetzt nicht so schlimm, aber bei den Sachen, die wichtig sind, wovon wirklich weitere Projekte abhängen und so, es ist dann mehr als ärgerlich. Wo ist er? Da. Aus. Und dann will ich Struktur auch nicht nur zeitlich gesehen reinbringen in meinen Arbeiten, sondern auch in die Art und Weise, wie ich arbeite. Also Posting zum Beispiel bei Instagram, dass ich die relativ gleich gestalte. Und das hat zwei Vorteile, wie ich glaube. Erstens erleichtert es mir die Arbeit, weil man eine gewisse Routine reinbekommt und es dann schneller von der Hand geht und man einfach weiß, okay, jetzt das, die und die Hashtags da posten. Zum Beispiel, wenn ich unsere Fotos mache, dann poste ich die in meinem privaten Account, verhashtage die außerdem mit Usa Magazin, dem Online-Magazin von Jens und mir und Blivico. So, und dann poste ich die halt in meinen Instagram-Account, verhashtage die entsprechend, markiere das Usa Magazin, den Account im Bild und poste dasselbe Bild auf dem Usa Magazin auch. Das geht schneller von der Hand. Und außerdem profitieren halt beide Accounts davon. Follower von meinem privaten Account werden aufs Usa Magazin aufmerksam und umgekehrt. Die Leute liken und kommentieren bei beiden Accounts. Und wenn sie dem einen Account noch nicht folgen, dann folgen sie dem. Manchmal. Nicht immer.
Struktur, die mir die Arbeit erleichtert. Und wenn wir jetzt mal beim Beispiel Instagram bleiben, hat die auch einen Vorteil für die User und im Umkehrschluss natürlich dann auch wieder für mich. Weil wenn ich dann Sachen poste, Bilder poste, dieselben Hashtags benutze, dieselbe Vorgehensweise benutze, wie ich Sachen poste, vielleicht auch wann ich sie poste. In meinem privaten Account achte ich da nicht so drauf, wann ich Bilder poste. Aber der Wiedererkennungswert für die User ist da. Und gerade jetzt, wo Instagram angekündigt hat, zu testen, ob sie ihre Timeline ändern oder umstellen und alle ziemlich aufgeregt sind, ist es wichtig, wenn die User, die Follower einen wiedererkennen und am Bild erkennen, okay, hey, das kann nur von ihm sein. Und vielleicht nicht gleich weiter scrollen, sondern mal genauer hinschauen. Und dann vielleicht auch liken oder kommentieren. Ja, und deswegen versuche ich mir eine Struktur anzueignen oder so eine Art Stundenplan zu machen und festzuhalten, okay, dann und dann kannst du so und so viel Zeit nehmen oder nimmst du so und so viel Zeit dafür. Und diese Struktur ist eigentlich das, ja, was man im Business-Bereich, im Social-Media-Business-Bereich irgendwie schon lange macht. Das ist es, was viele immer meinen mit, man muss sich eine Strategie anlegen oder man muss sich eine Strategie zurechtlegen, wie man Social Media benutzen will. Und genau das ist damit gemeint, dass man ein einheitliches Auftreten hat. Also, dass man sagt, als Company, als Business-Marke, dann und dann posten wir Instagram-Bilder, dann und dann posten wir auf Facebook, dann und dann posten wir auf Twitter und so weiter und so fort. Das posten wir auf Twitter, das posten wir auf Facebook, das posten wir auf Instagram. Diese Hashtags benutzen wir immer, also Markenname und dergleichen. Und das ist es, was mit Strategie gemeint ist. Also Struktur, dieses Wort Struktur gefällt mir eigentlich besser als Strategie. Weil so bekommt man eine Struktur da rein und ja, verliert halt nicht den Überblick, um mich zu wiederholen. Und bei Social Media Accounts, die von Firmen, die wir mit Bliviko betreuen, haben wir das schon immer so gemacht. Ja, und keine Ahnung warum, aber im privaten Bereich bin ich da überhaupt nicht so strukturiert vorgegangen. Wobei es auch da wichtig ist und ich es eigentlich wissen sollte. Ja, da habe ich das bisher immer Larifari angesehen und schleifen lassen, muss man so zu sagen. Und das hat dazu geführt, dass ich öfter mal in den letzten Jahren Momente hatte, wo ich gesagt, boah, jetzt nervt mich alles an. Facebook nervt mich an, Twitter nervt mich an, Instagram nervt mich an, you name it. Und es gab dann in den letzten Monaten immer wieder mal diese Momente, wo ich kurz davor war, meinen Account zu löschen in bestimmten Netzwerken, weil sie mich gerade so angenervt haben oder ich sie sogar gelöscht habe. Und dabei ist es ja so, dass man sich heutzutage selbst als Privatperson eher als Marke verstehen muss und dementsprechend auch seine Online-Präsenzen, seine Social-Media-Aktivitäten, seine Netzwerke aufbauen muss und betreuen muss. Hör auf. Nee. Hör auf. Aus. Cookie. Ich frage mich die ganze Zeit, warum, obwohl ich es wusste, obwohl ich es sogar angewandt habe in den Accounts und Netzwerken, die für Firmen oder die wir als Bliviko für Firmen betreut haben, warum ich es bei mir selbst nicht so gemacht habe. Und warum ich da so Larifari rangegangen bin oder das eher so schleifen lassen habe. Ich finde jedenfalls, dass man eine klare Linie drin haben sollte. Oh, mein Scheiße, wir müssen schon wieder zurück. Tut mir auch sehr leid. Ja, und so bin ich, wie gesagt, dabei, mehr Struktur in meine Arbeiten reinzubringen und versuche da gerade irgendwie einen Plan aufzustellen. So werde ich demnächst noch früher aufstehen, weil ich für mich einfach gemerkt habe, dass dieses früh aufstehen mir sehr gut tut und ich morgens einfach produktiver bin und besser arbeiten kann. Aber dazu gehört auch, dass ich zum Beispiel das Telefon öfter mal in den Flugmodus setze. Zum Beispiel, wenn ich so wie jetzt Gassi gehe mit dem Hund. Da hat das Handy mal Ruhe. Da kümmere ich mich eher um den Hund und um das Vlog hier. Und dann setze ich das Handy in Flugmodus, schon dass der Zaun nicht stört, ihr wisst ja. Jetzt fängt das schon wieder an zu regnen, dabei war kein Regen angesagt. Naja, ist aber nur so ein Nieselkram, wir sind eh auf dem Weg nach Hause. Ich habe ja wie gesagt 12 Uhr und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, der mit seinen Social Media Accounts ein bisschen Erfolg haben will und es wirklich nicht nur so als Hobby sieht, das auch strukturiert anzugehen.
Und dazu gehört auch, euch genau zu überlegen, welche Netzwerke wollt ihr nutzen und auf welchen wollt ihr Erfolg haben, welche machen Sinn für euch, welche nicht. Und das dann ganz reflektiert zu betrachten und sich wirklich zu überlegen, okay, wie gehe ich es am besten an? Wann kümmere ich mich um das? Wann kümmere ich mich um das? Was poste ich da? Und all diese Sachen, die wir gerade angesprochen haben oder die ich gerade angesprochen habe. Es ist nicht immer wichtig, Dinge, Bilder, Texte sofort zu posten. Es macht durchaus Sinn, dann nochmal drüber nachzudenken. Ich muss mich beeilen. Es macht durchaus nochmal Sinn, darüber nachzudenken und die vielleicht ein bisschen später zu posten. Und eins, was man dann merkt, ich dachte immer, Instagram, Facebook, Twitter, ich habe viel zu wenig Zeit für den ganzen Scheiß eigentlich. Und ich hatte in letzter Zeit ganz oft so einen Moment, wo ich dachte, ey, ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit dafür, ich kann mich darum nicht kümmern. Wenn man sich so einen Plan erstellt und so Struktur reinbringt, stellt man irgendwie plötzlich fest, hey, ich habe noch eine halbe Stunde zur Verfügung. Ich habe jetzt hier noch ein paar Minuten zur Verfügung, ich habe da noch ein paar Minuten zur Verfügung. Und das ist das, was man mit Struktur auch erreicht und was ganz wichtig ist. Man schafft sich Freiraum und man schafft sich Zeit. Und apropos Zeit, ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen geholfen und ihr denkt vielleicht auch mal drüber nach, ob es Sinn macht für euch. Und ja, teilt mir eure Erfahrungen mit, was ihr darüber denkt. Das wäre ganz interessant für mich. Wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Und ich weiß nicht warum, aber im privaten Bereich bin ich da überhaupt nicht so stark. Was ist denn heute los, Mensch?